Willkommen zurück zur nächsten Ausgabe von This War of Mine hier bei uns bei Remastered. Und in unserer Münster-Special-Ausgabe befinden wir uns an Tag 11, den wir jetzt aber beenden werden, um uns in die Nacht zu begeben. Ach du Scheiße, jetzt gibt's aber viele Orte, die freigeschaltet wurden. Jetzt haben wir die Qual der Wahl. Also wir könnten theoretisch zum Krankenhaus gehen, da können wir sau viele Medikamente klauen. Da steht zwar Caution Advised, aber es ist sehr einfach, da sich durchzuschleichen. Die Frage ist nur, ob sich das, also das ist erstmal moralisch fragwürdig und die Frage ist auch, ob ich das gerade brauche. Ich glaube, stattdessen gehe ich jetzt wieder hier hin und werde jetzt erstmal dem Typen sein Essen bringen und mich mit ihm was Gutes tun und die ganzen Materialien sammeln und fertig. Wer macht das Ganze? Ich denke, wir nehmen Philipp als Wache, Jakob wird das Ganze machen und Jan und Alex schlafen sich einmal aus. Das klingt doch ganz fair. Jakob muss mitnehmen... Oh Gott, ich habe vergessen, einen Lockpick zu bauen, ne? Ich bin ja so dämlich. Aber zumindest das Sägeblatt kann ich mitnehmen. Und was zu essen. Ist nur die Frage, wie viel. Komm, wir nehmen ihm irgendwie Raw Food und Vegetables mit. Das muss aber auch reichen, also mehr geht nicht. So, los geht's. Direkt mal reinlaufen. Und einem Stockwerk nach oben. Das Gute ist ja, dass wir gerade die Tür freigemacht haben. Das heißt, ich kann gleich super schnell nach oben. Super schnell da durchrennen. Jetzt machen wir aber erstmal hier das Ding auf. Ich wette, dass hier diese Tür auch wieder verschlossen ist, oder? Mann, Mann, Mann. Ihr werdet auch sehen, dass gleich das Sägeblatt zerbrechen wird. Zack, this item has broken, aber wir sind drin. Da sehen wir den armen toten Mann. Mal gucken, was es da so gibt. Ah, eine broken pistol, super. Quality Roll-Up, auch schön und ganz viel Holz. Mhm. Schauen wir mal hier durch. Ja, wir können so rein. Hier gibt es ja hoffentlich Medikamente, oder? Oh, Ingredients für Medikamente, Wasser und Zucker. Mhm. Ah, dann gehen wir erstmal wieder runter. Ja, die Ingredients kann ich halt nicht gebrauchen, weil ich halt diesen Workshop nicht habe, ne? Das heißt, die kann ich eigentlich nur verprassen. Aber, damit kann ich leben. Dann gehen wir jetzt runter. Wo ist unser Kumpel? Hallo? Ist der irgendwie, ist ja das da oben? Ach ja, okay, gut. Boah, ist der groß. So. I don't know how to thank you enough. Nein, du musst mir nichts dafür geben. Ist schon okay. I have something you might find interesting. Okay. Und was? Alles klar. Dann folgen wir ihm mal. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was der uns zeigen wird. Shoop. There's something peculiar behind the barrels, okay? Was ist da? Pure Alcohol und Jewelry. Geil, das sind super Handelsgegenstände. Vielen Dank dafür. Gut, ich habe was Gutes getan, habe zwar Essen verloren, aber es ist schon okay. Ich nehme jetzt einfach hier so viele Components mit, wie es geht. Beziehungsweise machen wir es jetzt so. Und nehme noch das Holz mit. Das brauche ich ja einfach für die blöde, für die Falle. Dafür lasse ich jetzt aber auch das hier zurück. Und nehme jetzt die noch mit. Der Punkt ist, dass zwar der Händler wieder kommt, aber ich nehme jetzt erstmal die Sache mit, die ich auch sofort irgendwie verwursten kann. Und den anderen Kram, das brauche ich zum Handeln halten, das ist ja klar, aber der Händler kommt, glaube ich, nicht morgen. Oder? Welchen Tag haben wir? Tag 11? Ach, kann doch sein, dass der schon kommt. Scheiße. Ah, da wäre es natürlich gut, wenn ich ein bisschen Handelsmaterial hätte. Ich weiß es nicht. Das Wasser lassen wir hier.
Wir lassen auch die Broken Pistol hier. Und nehmen noch Holz mit. Und dann gucken wir einfach mal. Dann rennen wir jetzt zum Ausgang zurück. Und müssen nächstes Mal beim nächsten Mal an den Lockpick denken. Ja, sehr schön, aber das hat sich doch sehr gelohnt. Das ist auf jeden Fall auch ein toller Ort, um Materialien aufzustocken, sozusagen. Ist halt auch immer so die Frage, nimmt man Materialien mit, nimmt man Wertvolles mit, um Materialien einzuhandeln? Aber jetzt gehe ich erstmal auf die Karte, Materialien zu holen, um so schnell es geht, Sachen auszubauen. Auch wenn jetzt der Händler kommt, egal. Wir wurden geraided. Ja, jetzt haben wir es auch gesehen. Wir hatten ja eine Pistole, das heißt, wir konnten also auch die einsetzen. Wir haben zwar zwei Patronen verbraucht, aber dafür ist niemandem auch nur irgendwas passiert und es wurde auch nichts geklaut. Also schon mal super gelaufen mit unserer Verteidigung. Jakob legt sich schlafen. Jan ist slightly slick, legt sich auch schlafen. Alle sind wieder sehr hungrig. Das heißt, wir müssen so langsam aber sicher anfangen auch wieder zu kochen. Jetzt habe ich natürlich immer noch kein Wasser, aber wir schauen mal. Vielleicht kommt ja auch der Händler. Und dann kann ich auch Wasser holen. Philipp ist auch tired. Musst du mit leben, Phil. Tut mir leid. Gucken wir erstmal hier. Für die Falle fehlen uns diese Parts. Ach, scheiße. Scheiße. Wir könnten Consumer, also diese Dinger hier bauen, Filter bauen. Davon kann ich mir, damit kann ich mir eben Regenwasser sammeln. Ich könnte aber auch ein Bett bauen, ich könnte das ausbauen. Ich könnte auch eine Gitarre bauen. Boah, Gitarre ist echt teuer, ne? Aber stimmungstechnisch sieht es ja eigentlich auch ganz gut aus bei mir. Ich glaube, ich verfolge erstmal mein eines Ziel weiter, und zwar hier auch mein Haus sicherer zu machen und eine zweite Falle zu bauen. Fertig. Ich mache jetzt erstmal das Haus eine Runde sicherer. Alex schicke ich mal nach unten, der soll mal einen Lockpick bauen. Denn wir erinnern uns, die brauche ich auf jeden Fall. Schade, dass die diese Mechanical Parts verbrauchen. Das ist sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich sogar. Mal gucken, wo Alex das Loch stopfen wird. Wahrscheinlich, ach, da oben. Da sieht man es ja schon. Ich gebe mal ein bisschen Gas hier. Das gibt es ja wohl nicht. Ich weiß, ihr habt alle nicht gegessen, aber was soll man machen? Hab halt nix. Ich habe es den Obdachlosen gegeben. Dafür haben wir jetzt Diamanten. Ist das nicht bittere Ironie? Wir bauen einen Filter. Zwei Stück. Kostet zwar einige Components, aber dann können wir uns erstmal selber Regenwasser herstellen. Also reines Wasser herstellen. Und können dann auch wieder kochen. Dann koche ich morgen zumindest zwei Mahlzeiten. Und sehe zu, dass ich in der nächsten Nacht erstmal was zu essen auch wieder klaue. Oh, Franco ist doch wieder da. Na gut, dann hat sich das ja vielleicht auch schon wieder erledigt. Jetzt habe ich Components verbraucht, um Filter zu bauen. Jetzt ist er aber da. Das hätte ich mir jetzt auch sparen können. Das ist doch einfach nur die Hölle. Dann setzen wir erstmal den einen Filter hier ein. Phil, schick mal zur Tür. Ist auch ein bisschen Stalker-mäßig. Woher will er wissen, dass wir zu Hause sind, hä? So, mal gucken, was er anzubieten hat. Also Medikamente brauche ich gar nicht. Essen wäre natürlich super. Knallen wir uns erstmal rein. Morgen kriege ich auch wieder zwei Raw Foods aus der Falle. Darf ich auch nicht vergessen. Ich brauche auf jeden Fall diese Parts hier. Oh Gott. Wasser einfach so kaufen ist natürlich auch geil. Mal gucken, ob ich ihm irgendwas bieten kann. Pure Alcohol. Der steht da nicht so drauf. Das ist irgendwie ärgerlich. Weil das, glaube ich, nur normaler Boost, oder? Ja, Moonshine ist das normale. Scheiße. Ne, der steht da einfach nicht so drauf. Das gibt's doch alles gar nicht. Die Tobakos brauche ich auch nicht. Die brauche ich nicht. Boah, ist es mir das wert? Dass ich das hier verschwende, wo ich es ja beim Militär so gut einsetzen könnte? Aber anscheinend habe ich nicht so viel Wahl, ne? Ich könnte ihm wieder einfach so Zucker andrehen. Oh ne, ist auch kacke. Ja, komm. Dann, akzeptiere mein Angebot. Kriege ich noch vielleicht irgendwas reingestopft? Nein. Nicht mal ein bisschen.
Auf der anderen Seite. Vielleicht kriege ich das ja ausgeglichen mit ein bisschen Zucker. Ja, kriege ich auch. Ich denke, so lohnt sich's dann doch. Deal, mein Freund, Deal. Alex steht da ein bisschen wie der Ochs vom Berg. Guck mal nach, Alex, können wir jetzt schon was bauen? Uns fehlen noch 3 Components und ein Part. Scheiße. Und ich fürchte ja, Parts hat der Typ nicht mehr, ne? Leider nicht. Wir könnten die Components vielleicht nochmal eintauschen hier. Dann kann ich, müsste ich nächstes Mal nicht so viel tragen. Erstmal gucken, wie viel ich... wie viel ich hier dafür kriege. Also was ich ihm dafür geben kann. Ich drücke ihm mal diese Pistole auf die Nase. Die kaputte, die brauche ich nicht. Ich drücke ihm noch mehr Zucker auf die Nase. Okay. Dann machen wir das doch. Drauf geschissen. Dann machen wir den Deal jetzt so und haben dann zumindest schon mal wieder mehr Component Parts. Mehr geht jetzt auch einfach nicht. Mach's gut, Franco. Danke für den netten Handel. Und ab ins Bett mit Philipp. Jakob, vielleicht ist das deine Chance, jetzt doch noch was zu kochen. Tatsächlich. Das machen wir doch jetzt auch direkt mal. Ja, ihr seht, diese Falle hier ist ein bisschen ärgerlich, weil die eben so lange braucht. 2 Tage, aber dann kriegt man eben 2 Fleisch wieder raus und dann ist man halbwegs safe. So, Jakob kann sich jetzt erstmal hier was zu essen gönnen. Alex, ja, kann jetzt hier eigentlich auch nicht großartig was machen. Können wir vielleicht noch eine Pistole bauen? Ach nee, ich habe das Ding hier verkauft, die Broken Pistol, ja. Das ist eigentlich auch ganz spannend, das Hatchet hier. Mit diesem Beil kann ich auch Möbel zerlegen. Also ich kann Sachen auch wieder kaputt machen, die ich schon gebaut habe, aber ich kann hier zum Beispiel diese Schränke zerlegen, kann daraus dann wieder Brennholz mir holen. Das sollte ich mir also auch so früh es geht vielleicht noch sichern. Kann ich hier im Haus noch ein bisschen was an Materialien anschaffen. Da brauche ich aber wieder Weapon Parts für. Auch ein wenig ärgerlich. Dann lasse ich Alex jetzt noch was essen. Jakob setzt sich auf den Stuhl. Und in der nächsten Nacht sollte ich also zusehen, dass ich Essen finde und auch diese Parts, damit ich nochmal Essensfalle bauen kann. Ich denke, dann sind wir alle erstmal so halbwegs safe. So. Ja, es fehlt natürlich wieder mal am Wasser, aber hier kriege ich ja gleich Wasser. Schon mal ganz cool. Der Tag ist dann auch bald schon wieder vorbei. Aber wir sind dann... Ach scheiße, das habe ich Jan aufgeweckt. Aber komm, geh schon mal rüber, Jan. Aber dann habe ich die Leute schon mal so halbwegs wieder auf den Damm gebracht. Das ist ja auch schon mal ganz wichtig. Ist das Wasser automatisch? Ja, das haben wir automatisch. Gut, cool. Ah, jetzt geht das wieder los. Jetzt muss ich wieder Brennstoff herstellen. Was brauche ich nochmal für den Ofen? Es fehlt mir gar nicht so viel. Mir fehlen nur noch 5 Holzer. Ganz im Ernst, dann machen wir es so. Ich lasse Jan jetzt einfach das Dosenfutter essen. Schicke ihn dann zurück ins Bett. Phil kann wieder den Filter einsetzen. Ich habe ja 2 gebaut. Alex ist das. Und Phil lasse ich eben auch noch mal ein bisschen rohes Fleisch essen. Ist jetzt auch egal. So. Und dann schicke ich ihn wieder schlafen. Jetzt sind alle so halbwegs versorgt. Und dann kann ich morgen den Ofen ausbauen und fertig. Ja, also ich muss diese Nacht Hölzer finden. Ich muss Parts finden. Und ich muss Essen finden, wenn es geht. Mal schauen, wie sich das so ergibt. Jetzt beenden wir aber erstmal diesen Tag. Und zugleich auch diese Folge. Denn, das war's schon wieder mit dieser Ausgabe. Ihr seht, hier hat sich nichts viel Neues getan, aber es ist eine unglaubliche Auswahl, die Qual der Wahl. Und wir werden uns in der nächsten Folge entscheiden, wo wir denn diese Nacht jagen gehen. Bis dann, alles Gute.